Hallo und herzlich willkommen bei Geschichte Tag für Tag. Heute schreiben wir den 15. April. Im Jahre 136 vor Christus ereignet sich über Babylon eine Sonnenfinsternis. Und die ist deshalb so besonders, da die damaligen Astronomen mit dieser Sonnenfinsternis die Erdrotation berechnen konnten. Im Jahre 73 fällt die jüdische Festung Masada nach einem Jahr Belagerung. Und zwar unter ihrem Feldherrn Lucius Flavius Silvanonius Bassus haben 6000 Legionäre, also ca. 1 bis 1,5 Legionen, diese Stadt Masada ein Jahr lang belagert, die von israelischen Zeloten verteidigt wird. Als aber die römischen Legionen in dieser Stadt einmarschieren, also ich weiß, es gibt auch echt ein paar Artikel im Internet und Bilder, das ist ein ziemlich einsam gelegener Berg, auf dem sich die Stadt befand, auf diesem Plateau, und die Römer haben es wirklich gebaut, eine Rampe hinzuschaffen. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch diese ganze Festung war, aber ich schätze mal so 50 bis 100 Meter werden das schon sein, und haben damit mit Steinen, Holz und Erde und Sand und Staub eine Rampe gebaut, um da eben hochzukommen. Das ist eine unglaubliche Leistung. Naja, auf alle Fälle haben die Römer ja diese Festung oder diese Stadt eingenommen, finden aber nur noch 7 Überlebende, 2 Frauen und 5 Kinder. Die anderen knapp 1000 Leute haben den Freitod gewählt. Im Jahre 1071 fällt nach dreijähriger Belagerung unter Robert Guiscard die sizilianische Stadt Bari. Damit verliert das Byzantinische Reich die letzten Besitzungen im, ich sage mal, ehemaligen Weströmischen Reich. Im Jahre 1218 stellt Friedrich II., der Stauferkaiser, in Frankfurt am Main die Goldene Handfeste aus, eine Urkunde, die der Stadt im heutigen Schweiz gelegenen Bern die als freie Reichsstadt anerkennt. Das Besondere an dieser Urkunde ist, die Urkunde selbst galt und gilt auch heute noch als umstritten, ob sie wirklich echt ist. Allerdings das Siegel Friedrichs II., das ist echt. Und gestern hat man ja den Beginn der Schlacht von Rhein am Lech 1632 zwischen König Gustav Adolf von Schweden und dem katholischen Feldherrn Tilly. Heute wird diese Schlacht beendet. Die Schweden haben mehr oder weniger haushoch gewonnen. Der katholische Feldherr Tilly wird so schwer verwundet, dass er 2 Wochen später an seiner Verwundung starb. Der damalige Kaiser, ich glaube Friedrich II., ruft seinen 1630 abgesetzten Feldherrn Wallenstein wieder auf den Plan zurück. Am heutigen Tage gründen ein paar Fußballfreunde im Berliner Vorort Tempelhof den Fußballverein BSF Germania 1888. Und das geschah eben auch im Jahre 1888. Und dieser noch heute existierende Verein ist somit der älteste deutsche Fußballverein. Im Jahre 1912 kollidiert der Luxusdampfer Titanic vor Neufundland mit einem Eisberg. Die Geschichte kennt wohl jeder. Die Titanic, die bis dahin als unsinkbar galt, was so viel auch, also so viel ich weiß, Titanic auch bedeutet, und geht halt doch unter innerhalb von ein paar Stunden. 1503 Menschen ertrinken und nur 703 Menschen überleben diese weltweit bis dahin ungeahnte Katastrophe. 1925 wird der überführte Massenmörder Fritz Haarmann in Hannover und das Fallbeil gelegt. Und seine letzten Worte waren mit einem süffisanten Lächeln: auf Wiedersehen. Haarmann wurde verurteilt
Und es konnte ihm nachgewiesen werden, mindestens 25 junge Männer ermordet zu haben, die aus dem Obdachlosenmilieu kommen. Und ein paar andere Morde konnte man ihm nicht nachweisen, vermutet man aber, dass auch er die begangen haben soll. In Imst in Tirol öffnet am heutigen Tage im Jahre 1951 das erste SOS Kinderdorf seine Pforten. Und einen Geburtstag habe ich noch, und zwar ist der, ja, für meinen Augen schon ziemlich wichtig, den zu kennen. Und zwar wird 1452 Leonardo da Vinci geboren. Ich habe mal wieder schriftliche Hilfe geholt, weil, wie gesagt, alles kann man nicht im Kopf haben. Und zwar war er Bildhauer, Maler, Konstrukteur, Naturforscher und Schriftsteller. Also viele Erfindungen Leonardos und Entdeckungen in Malerei, Bildhauerei, Technik und Naturwissenschaften besitzen noch heute Gültigkeit. Seine Gemälde, wie zum Beispiel die Mona Lisa, kennt doch jeder. Also das Bild hat man schon immer mal gesehen, wenn auch nicht im Original. Aber wenigstens so entstand im Jahre 1503, zählen zu den größten Werken der Kultur. Er schuf Entwürfe für Schlösser, Kirchen, Festungen, Kanäle sowie Maschinen und machte Anatomie, Tier- und Pflanzenstudien. Er hat zum Beispiel auch schon sowas erfunden, ja, oder erdacht, wie einen Hubschrauber. Ich habe eine Konstruktionszeichnung von ihm im Kopf. Da geht es um einen fahrbaren Panzer, der von vier Menschen gezogen wird, in dem sich Kanonen befinden. Ein Unterseeboot hat er schon entwickelt und hat das Prinzip schon erkannt: Kübel umdrehen ins Wasser, Luft im Kübel, das für eine gewisse Zeit reicht, um Sauerstoff zu haben. Und in meinen Augen, muss ich sagen, ist dieser Mann an Genialität kaum zu überbieten. Und ja, ich bin jetzt mal so vermessen und sage, viele unserer heutigen Dinge, die wir benutzen, gehen auf ihn zurück, und wir haben die nicht neu erfunden, sondern die gab es früher schon mal, zumindest in seinem Kopf. Ich finde das gigantisch. Und das war's dann auch wieder von mir. Ich hoffe, wir sehen uns morgen, und ich sage Servus.